Jo Leute, bevor es losgeht, solltet ihr auch heute wieder unbedingt an meinem großen Weihnachtsgewinnspiel teilnehmen. Da verlose ich ja quasi wie so ein Adventskalender bis Weihnachten ganze 2400 Euro in V-Bucks, also jeden Tag 100 Euro, plus dann noch eine Konsole eurer Wahl zu Weihnachten. Also wenn du diese Konsole und dann auch die heutigen 100 Euro gewinnen willst, dann musst du einfach nur schnell Snoxy hier als Creator im Shop eintragen. Ihr kennt das hier unten rechts, dieses unterstützt einen Creator, einfach nur dort Snoxy eintragen. Alle weiteren Infos dazu findest du unten in der Videobeschreibung und dann würde ich sagen, los geht's mit dem Video. Jo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Daily Shops. Im heutigen Shop haben sich wieder beide Seiten geupdatet, endlich wieder. Und wir haben zwei relativ interessante Sets drin. Das ist einmal dieses Astronauten-Set hier mit der dunklen Vorhut und dann noch das Pest-Set. Beide waren jetzt schon relativ lang nicht mehr drin. Und ich würde sagen, wir fangen wie immer ganz links auf der Seite an. Und zwar mit der dunklen Vorhut für 2000 V-Bucks. Ein jetzt inzwischen schon relativ alter Skin. Kam, glaube ich, damals in Season 3 raus, zusammen mit diesem Backpack hier auf dem Rücken. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich fand es ein bisschen schade, dass er auch diesen Orangeton hatte, wie auch der männliche Skin. Allerdings haben sie dafür wenigstens hier so LED-Streifen, würde ich das fast nennen, so Lichter eingefügt. Die schauen auf jeden Fall ziemlich cool aus. Einer der wenigen Skins, die auch mal ein bisschen heftiger beleuchtet sind, was ich auf jeden Fall feiere. Deswegen kann ich den auf jeden Fall empfehlen. Dann haben wir noch passend dazu natürlich die beiden Gleiter, die Shuttles, nämlich das Weltraum-Shuttle für 1200 V-Bucks. Das ist das helle, das weiße Shuttle. Und dann haben wir den noch in dunkler Farbe, da heißt das Weltraum-Landegerät. Beide kosten 1200 V-Bucks. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, sich eins der beiden hier zu holen, der Space Shuttles. Vor allen Dingen, weil hier hinten dann auch so extrem, ja, mit krassen Effekten quasi so Feuer rausschießt. Schaut ziemlich cool aus, hört sich auch cool an, kann ich also auf jeden Fall empfehlen. Ich persönlich finde das schwarze, dieses dunkle Shuttle ein bisschen cooler. Das helle sieht aber auch nicht schlecht aus. Wie gesagt, beide kosten 1200 V-Bucks. Und da kommen wir schon zum nächsten Slot. Dort haben wir die beiden Pest-Skins drin. Ich fange mal einmal kurz mit der Geiße an. Ich finde den weiblichen Skin ein bisschen cooler. Sie hat auf dem Rücken diesen Backpack mit so einer kleinen Glocke hier noch dran. Ich persönlich finde den Backpack nicht so nice. Dafür ist aber der Skin, finde ich, ein bisschen cooler, wegen diesem Mantel hier. Denn immer, wenn man damit springt, dann, ja, bewegt sich dieser Mantel mit. Der ist quasi so animiert, wenn man das sagen will. Finde ich auf jeden Fall ziemlich cool gemacht. Und auch der Skin so schaut, finde ich, richtig nice aus. Ich fand es cool, dass er jetzt eine Weile nicht drin war. Dadurch habe ich ihn relativ gern gespielt, weil sich den dann doch nicht so viele Leute geholt haben. Und ich fand es halt nice, dass ich einen Skin hatte, der mal wieder etwas seltener war. Aber ich denke, jeder ist sich inzwischen bewusst, Skins in Fortnite sind halt einfach nicht selten. Deswegen finde ich das jetzt auch nicht weiter tragisch. Und dann haben wir noch dazu den männlichen Skin, wie gesagt, den Pest-Skin. Ebenfalls für 1500 V-Bucks, da finde ich auch den Mantel ziemlich nice. Den Backpack finde ich quasi hier beim männlichen Skin ein bisschen cooler. Ansonsten, ja, der Skin ist auch ganz cool gemacht hier mit diesen ganzen Fläschchen dran. Ja, schaut auf jeden Fall ziemlich cool aus. Und dann haben wir noch passend zu diesem Set noch den Heroldstab für 800 V-Bucks. Ich spreche mal kurz den Sound ab. Genau, und dann haben wir noch den Gleiter, das Lampenlicht für 800 V-Bucks. Passt eigentlich ganz gut zum Motten-Skin, oder? Das haben wir auch so eine Lampe drin. 800 V-Bucks, finde ich, ist ja noch ein guter Preis dafür. Vor allen Dingen, weil sich diese Laternen hier so mitbewegen. Und dann kommen wir schon zur rechten Seite des heutigen Shops. Da haben wir im ersten Slot den Elektroschaffe drin, einer meiner Lieblingstänze für 800 V-Bucks. Ja, auch einer schon der etwas älteren Tänze. Immer wenn ich frage, so, ja, was sind eure Lieblingsdances, dann wird Elektroschaffe auf jeden Fall häufig genannt. Dann haben wir noch die Harpunenhacke für 800 V-Bucks. Die kann ich leider gar nicht empfehlen. Eine der schlechtesten Hacken habe ich mir damals gekauft, um sie halt euch zu zeigen. Aber danach habe ich sie eigentlich so gut wie nie wieder gespielt. Also, ja, würde ich nicht empfehlen, sich die zu holen. Dann haben wir noch im nächsten Slot den unendlichen Dab für 500 V-Bucks. Den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Gefällt mir. Man dabbt halt die ganze Zeit durch. Ich finde ihn sogar ein bisschen besser als den normalen Dab. Ich denke, das ist dann Geschmackssache, aber ich finde den halt, ganz lustig gemacht. Dann haben wir noch den Spitznamen-Skin drin für 1020 V-Bucks. Da fand ich die Strickjacke hier oder diesen Pulli da eigentlich ganz nice. Das Muster auf dem Rücken feiere ich persönlich jetzt nicht ganz so. Das sieht man ja halt auch relativ häufig, wenn man spielt oder mehr oder weniger die ganze Zeit. Würde ich also jetzt nicht unbedingt empfehlen, sich den zu holen. Dann haben wir noch die Wackelaugen drin für 800 V-Bucks. Den spiele ich sehr gern. Das ist halt so ein recht kleiner, süßer Gleiter mit so diesen Wackelaugen und diesem Grinsen hier dran. Dazu noch so zwei Schals, die so lang wehen. Ja, finde ich eigentlich ganz lustig gemacht. Und dann haben wir noch im letzten Slot des heutigen Tages den Speer für 800 V-Bucks. Wieder einer der eher Default-Skins. Ein bisschen seltener war er jetzt, dadurch, dass er, glaube ich, vor ein paar Wochen wieder reinkam. Jetzt ist es kein seltener Skin mehr, aber ich finde, vom Design her ist es auf jeden Fall in Ordnung. 800 V-Bucks ist dafür okay. Und jo, das ist dann schon zum heutigen Daily Shop. Ich löse jetzt natürlich noch das Giveaway von gestern auf, denn aktuell verlose ich ja jeden Tag 100 Euro in V-Bucks. Heißt also, bis Weihnachten haue ich ganze 2400 Euro für euch raus, plus nochmal eine Konsole eurer Wahl an Weihnachten. Und alles, was ihr tun müsst, um diese V-Bucks heute auch wieder gewinnen zu können, also quasi bis morgen dann 100 Euro wieder hier, dieses
dieses krasse 13.500 V-Bucks-Paket hier zu gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist einfach nur kurz, wenn ihr gleich oder nachher eine Runde Fortnite spielt, in den Shop zu gehen und mich als Creator einzutragen. Also hier Snoxy reinzuschreiben, Snoxy in meinen Kanal und ein kleines Irrenzende dran. Und davon dann einfach ein Foto machen, wie ihr dort Snoxy eingetragen habt und mir das Foto auf Instagram schicken. Auf Instagram heißt ich Snox, also quasi wieder ohne das I. Und ja, schon könnt ihr teilnehmen, schon könnt ihr heute wieder 100 Euro gewinnen. Den Gewinner löse ich immer meistens am Ende des neuen Steady Shops Videos auf. Genauso wie ich es jetzt tue, denn der Gewinner des heutigen Giveaways, quasi von der heutigen 100 Euro, ist der liebe Janis395. Er hatte mir folgenden, ich wollte schon Tweet sagen, er hatte mir folgende Nachricht auf Instagram geschickt mit dem Bild dazu. Deswegen ja, vielen Dank an dich und herzlichen Glückwunsch. Ich habe dir auch schon geantwortet, deswegen schau gerne mal rein. Und ja, dann würde ich sagen, danke an jeden, der teilnimmt, danke für einen krassen Support. Jeden, der hier Snoxy eingetragen hat, vielen, vielen Dank an euch. Und ja, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr gerne jetzt noch abonnieren und gerne auch die kleine Glocke aktivieren. Einfach unten auf den Abo-Button klicken und in dem diese kleine Glocke anklicken. Dann bekommt ihr jeden Morgen eine Benachrichtigung, was Neues im Shop drin ist. Jo, da könnt ihr wieder jetzt rechts zum Abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet. Also Top oder Flop. Von mir heute mal ein Top, weil ich finde die beiden Skins oder die ganzen drei Skins hier ziemlich cool. Und jo, dann würde ich sagen, habt alle noch einen entspannten Tag. Vielleicht kommt nachher schon das nächste Video online. Also man kann sich darauf freuen. Und jo, dann würde ich sagen, habt alle einen entspannten Dienstag. Wir hören uns spätestens morgen zum nächsten Daily Shop. Bis dann, macht's gut. Tschüss.